This looks like it's gonna be a very tight season. Es ist ein sehr gutes Gefühl und die Mädels haben das auch genesen. Das war ein großer Meilenstein auf unserem Weg. Erstes Ausrufezeichen der Wasserfreundinnen Spandau. Das Team von Markus Stamm sichert sich mit 12:9 den Supercup und macht genau da weiter, wo man letzte Saison aufgehört hat. Ich bin natürlich sehr glücklich. War ein schweres Spiel und bin sehr glücklich, dass ich mit dem neuen Team den ersten Titel der Saison einfahren konnte. Der Supercup wird das erste Mal seit 3 Jahren wieder ausgetragen. Die Spandauerin in den schwarzen Kappen als amtierende Pokalsiegerin und Meister natürlich in der Favoritenrolle, doch die Uerdingerinnen machen es ihnen nicht leicht. Das Spiel ist von Beginn an ausgeglichen und Uerdingen bleibt dran. Eileen Frey netzt zum 3:3, die erste Führung der Spandauerinnen passé. Mit dem Stand von 4:4 geht es in die Halbzeitpause, die Partie noch völlig offen. Bei uns ist generell das Problem, dass wir am Anfang sehr aufgeregt sind, dass wir sehr schnell spielen wollen und manchmal sehen die dann halt nicht die Spielerinnen, die eher frei sind. Aber wir haben das dann in die zweite Hälfte doch verbessert. Vorher die Spandauerin, aber erstmal in Bedrängnis. Uerdingen geht das erste Mal in Führung. Doch Ira Deike, Nicola Buscherova und Megan Linder kämpfen sich wieder heran. 3:0 für die Gastgeberin, neuer Spielstand 7:5. Doch auch die Uerdingerinnen beweisen Nervenstärke und gleichen wieder aus. Mit dem Treffer zum 7:7 von Greta Tadei geht es nun ins entscheidende letzte Viertel. Towards the end was maybe a bit too late to get back the control. So yeah, and they put the ball in and the luck was unfortunately not on our side in our tries. Jetzt trumpfen die Spandauerinnen richtig auf. Erst Nicola Buscherova, dann wieder Megan Linder zum 9:7. Schön herausgespielt und knapp 4 Minuten vor Ende wie ein Befreiungsschlag. Spandau wie auch zuletzt vor 3 Jahren auf Titelkurs. 12:9 der Endstand in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg macht die Titelverteidigung perfekt. Für uns selber war es auch ein wichtiger Schritt, dass wir sehen, wir sind so gut wie letztes Jahr auch mit dem neuen Team. Und ja, auch den Gegner zu teilen, wir sind Spandau, wir sind da. Das erste Duell der 2 Top-Teams diese Saison und der erste Titel für die Spandauerinnen. In der Liga geht es dann erst wieder im Januar weiter. Zeit zum Verschnaufen, aber das erste Ausrufezeichen haben die Spandauerinnen bereits gesetzt.